So, dann mal runter da. Stopp. Ich will nicht schon wieder auf die Karte gucken. Es ist zwar eine Weile her, also für euch nicht, aber für mich. Aber wir kamen runter und dann musste man nur zu einem Hauptkorridor und von dem Hauptkorridor aus ging es fast weiter. Wow. Das sieht doch gut aus. Nein, hier kommen die Skelette. Hier kamen damals die Skelette, genau. Ja, aber das kriege ich hin. Heißt einfach die andere Richtung. Da kommen wir jetzt her. Genau, hier geht's runter zum Hauptraum. Wo wir dachten, dass wir vorher nicht in die Mitte gehen dürfen. Das war falsch. Und jetzt müssen wir nach Osten. Und hier ist unsere Rumpelkammer. Ja, sehr schön. Das heißt, du kannst hier mit hin. Zu den anderen wichtigen Sachen. Du kannst da bleiben. Wir haben echt kein Gewicht. Und was waren das jetzt für Sachen? Das waren Sachen, die wir eventuell der Magierin geben wollten, weil wir nicht wussten, von wem die kommen. Ja, runter. So. Karte. Wir wollen einmal den Golem versuchen. Mit unserem neuen Schwert, ob er dadurch Schaden bekommt. Das wäre westlich bis zum Ende und dann südlich. Das ist das eine. Und das andere ist aber schon vorbeigelaufen. Das war hier oben die Tom-Geschichte. Dann mache ich das mal so. Ich lasse jetzt die Sachen, die für Tom sind, hier auf dem Boden. Ja, ich versuche sie auf dem Boden zu lassen. So. Und so. Das Ganze markieren wir auf der Karte, damit ich es nicht vergesse. Sachen für Tom. Fragezeichen. Weil wir halt nicht wissen, ob sie wirklich für Tom sind. Ich bezweifle es stark, aber inzwischen ziehe ich jeden Strohhalm. Oder wie auch immer das Sprichwort heißt. Westen wollten wir. Vorher sollten wir noch den Zauberspruch ändern auf Heilung. Zum Schreien. Ja, beim Schreien müssen wir vorbei. So lange westlich, bis es nicht mehr geht, habe ich gesagt. Also hier. Und dann wird der Golem. So, alle Runen weg. I, B, M für die Heilung. So, da ist er auch schon. Und ups. So, Kampfmodus. Bist du noch aggressiv? Ja, bist du. Achso, mit dem Schwert sollten wir choppen, nehme ich an. Komm schon. Die Hühner gucken, ob er ordentlich Schaden bekommt, wenn wir ihn immer treffen. Wow, wow. Komm schon, ein ordentlicher Treffer nur. Komm schon. Kann doch nicht so schwer sein, einen so einen Riesengolem einmal zu treffen. Aha, und der ist immer noch grün. Und der ist gelb. Kein Mana mehr. Okay, vor- und zurückspielchen. Komm schon, bist schon gelb. Das ja. Ich schätze mal drei Treffer noch. Oh. Haha. Nicht gut. Oh. Komm schon. Nee. Der Drache. Unten links. Vorbei. Ja. Also theoretisch ist es möglich. Wir kommen wieder beim Baum raus. Oh, wo war der Baum? Nee, ne? Nein! Wir sind wieder ganz oben. Baum. Da bist du. Können wir dich aufheben?
Ja, können wir. Oh, Goodie. Nein, ich wollte nicht setzen. So, du komm mal mit. Ich will nicht jedes Mal wieder ganz runterlaufen müssen. Dietrich, Stock nehme ich mal mit. So, wie viel Gewicht haben wir nicht über? Vielleicht noch einen Trank. Noch einen Trank. Schon haben wir kein Gewicht mehr über. Ja, okay, also runter. Nochmal das schöne Spielchen. Diesmal sind wir jedoch... Welche Etage sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei den Rittern, richtig? Okay, komm, Karte gucken. Ja, wir sind bei den Rittern. Also müssen wir nordöstlich, südlich... ja. Was ich sagen wollte zum Golem. Es ist schon mal gut zu wissen, dass wir ihn verletzen können. Und zwar auch einigermaßen gut. Also wir hatten 2 Treffer gelandet. Und dann war er schon im gelben Bereich. Das heißt, noch 2, 3 Treffer und er wäre Geschichte gewesen. Haken ist nur, dass wir ihn fast nie treffen konnten. Oh, Ex-Mensch. Dass wir ihn fast nie treffen konnten. Und dass, wenn er uns getroffen hat, teilweise die Treffer richtig viel Schaden gemacht haben. Und das trotz unserer Plattenrüstung. Also ich denke mal, wir brauchen einfach noch 1, 2 Level. Und dann probieren wir ihn. Aber das eilt ja nicht. Ist ja keiner da, der uns jetzt dazu drängt, dass wir es jetzt machen müssen. Wir müssen es nur irgendwann machen, um wahrscheinlich von ihm ebenfalls ein Talisman teilzubekommen. So, jetzt wollen wir zu den Rittern. Von den Rittern einmal nördlich durchrasen. Und dann wieder die beiden Runtergänge nehmen. Und dann wären wir da, wo wir Anfang dieser Folge angefangen haben. So. Das ist schon leicht verstörend, dass ich die Wege langsam auswendig kenne. Aber so ist es auch bei den alten Spielen. Wenn man sie lange genug gespielt hat, dann merkt man sich das alles. Und es ist trotzdem sehr praktisch, eine Minimap zu haben. Aber wenn ich die Minimap nicht hätte, würde ich zwar eine ganze Weile verwirrt rumlaufen, aber ich würde mir schneller merken, wie die Karte aussieht. Das ist das alte Taschenrechner-Ding, ne? Benutzt man Taschenrechner oft, kann man nicht mit Kopf rechnen. Hier ist das genauso. Dungeon Master damals... war ähnlich. Konnte man auch eine Karte zeichnen oder man ist einfach so lange die Level lang gelaufen, bis man sich das Layout gemerkt hat, also größtenteils unterbewusst gemerkt hat. Man hat dann immer geguckt, welche Form hat der Raum und daran konnte man ablesen, ach, hier war ich schon mal oder auch nicht. Und das ist halt das Schöne bei den älteren Spielen. Die fordern einen selbst noch so ein bisschen. So, jetzt sind wir hier im Lava-Bereich. Das heißt, wir müssen nach Westen durch. Wenn wir wieder den Golem angehen wollen würden, was wir nicht wollen. Also ja, wir gehen jetzt nicht nach Westen durch, wir wollen nicht nochmal sterben. Und ja, oh, wir sollten den Samen legen. Hier. Also ja, wir könnten immer und immer und immer wieder den Golem angreifen. Solange bis die Würfel gut genug fallen, dass wir ihn besiegen. Aber davon halte ich nicht sehr viel. Ich denke mal, wir sollten wirklich... Fledermaus. Ich denke mal, wir sollten wirklich erst 1, 2 Level machen oder bessere Ausrüstung finden und dann greifen wir nochmal an. So, jetzt muss ich aber wissen, wo der Runtergang ist. Da geht's hoch. Da hinten geht's runter. Ich probiere nochmal ganz kurz den Troll hier und wir gucken, was da hinten ist. Und danach können wir auch runtergehen. Also westlich. Da. Im zweiten Raum war der Troll. Nein. Im zweiten Raum war der Troll nicht. Ah doch. Das hier ist noch kein der zweite Raum. Das ist der zweite Raum. Hallo. Oh, nicht die Tür hauen. So. Das Troll two-hittet uns auch gleich. Wir haben das Schwert des Avatar, das Sword of Justice. Komm schon. Es kann nicht sein, dass so ein stinkender Troll uns fertig macht. Zip, 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 zip. Komm schon. Aha. Er ist immer noch grün. Wir sind kritisch. Ja, nee. Das wird nichts. Das ist sehr ärgerlich. Kommst du raus? Nein.
Dominos Quartier. Ich hoffe mal, da sind keine Gegner drin. Oh, doch, da ist noch ein Troll drin. So, oh, 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 oh. Wir werden verscheucht von zwei Trollen. Wir sind im vollen Plattenpanzer mit einem magischen Schwert und... Okay, hilft nix. Wir müssen weg hier. Wir müssen in einen Bereich, wo wir ein paar Erfahrungspunkte sammeln können. Und wo wir auch... Oh! Essen beschwören können. Das können wir hier nicht. Njom, njom, njom. So. Die Schräge entlang gehen. Ganz runter und die zweite Tür rechts. Mal gucken. Schräge entlang gehen. Runter. Erste, zweite Tür rechts. Klick. Oh. Jo, hier geht's runter. Okay. Licht aus. Schlafen. Warte mal, dich ziehe ich auch mal hier hin. So, gib mir schon viel Mana. Jo, das reicht. Licht an. Runter da. Oh. Du siehst aus, als würdest du auf uns warten. Wer bist du? Was willst du? Ich hoffe, du bist nicht ansteckend. Du scheinst verletzt zu sein. Kann ich dir helfen? Kannst du meine Wunden heilen oder hast du irgendwelchen Wein? Ich würde welchen geben, wenn ich welchen hätte. Nun gut, wenigstens scheinst du in einer besseren Verfassung zu sein wie ich. Hier ist ein Hinweis für dich. Gib Acht, der Tod ist überall. Danke. Was machst du hier? Ich bin hier, um meinen Bruder zu retten. Er ist in den Gefängnissen. Wo sind die Gefängnisse? Es gibt mehrere Zellen im Norden und im Westen von hier. Er verrottet in einer von ihnen. Wer hält ihn gefangen? Er ist in den Fängen von einem verrückten Zauberer. Mal wieder. Oder ist es immer noch derselbe, der sich jetzt über 4-5 Etagen jetzt schon erstreckt? Und immer wieder sein Unwesen treibt? Mein Bruder kam hierher, um dieses Gebiet zu erforschen. Aber das ist Monate her und ich habe seitdem nichts von ihm gehört. Ja, dann ist er vielleicht tot. Ich denke, er ist mit diesem Magier zusammengetroffen. Erzähle mir von dem Magier. Gerüchten zu folgen, ist er der Grund, warum niemand Zaubersprüche auf diesem Level War das nicht im letzten Level auch schon so? Außerdem benutzt er Monster als Handlanger, um seinen Rückzugsort zu sichern. Aber ich habe herausgefunden, wie man an den Wachen vorbei kann. Wie denn? Ein Medaillon der Passage. Ich hatte eins davon, aber ich habe es im Kampf verloren. In den verfluchten Minen im Südosten. Jetzt bin ich zu schwach, um es wiederzuholen. Aber vielleicht könntest du... Ja, du musst nichts mehr sagen. Ich werde die Minen aufsuchen. Sehr schön. Tschüss, tschüss. Also wir müssen... Karte? Yeah, ja. Wir sollten erstmal ganz ein bisschen um unseren Kreis drehen. Und die Karte gezeichnet wird. Also im Südosten ist eine Mine. Da ist ein Million, was wir brauchen. Und ich sehe hier unten gar keinen... Ah doch, Wasser, okay. So, ich würde jetzt gerne den Hochgang einzeichnen. Der wäre hier. Also südöstlich zur Mine. Medaillon in Mine. Norden oder Westen gleich... wo ist das amerikanische gleich? Mist. Gleich. Mad. Wizard. So. Oh, warte, noch eine Sache. Bruder befreien. So, damit ich ja nichts vergesse später. Oh, warte mal, wo ich ja nichts vergessen. Eine Etage hoch.
4 Emeralds, je Zettel. Das war doof von dir, Kirugan, aus der Vergangenheit. Ich hab doch keine Ahnung, wo der Zettel ist. Das war irgendwas mit zwischen zwei Augen schießen. Und westlich aus dem Versammlungsort rausgehen? Zwischen Augen schießen war da noch bei. Schießen mit Doppel-S. SZ gibt's nicht. Zwischen Augen fernkämpfen. ja, das ist eine super Taktik, wenn man irgendwas nicht weiß, wie man schreibt. Einfach ein anderes Wort nehmen. Zwischen Augen fernkämpfen. Und dann war es westlich. Westlich. In Klammern weiter. Oder war es östlich aus dem Raum? Oh. Aus dem Raum. Das ist doch mal richtig übersichtlich hier, hm? Oh Gott. Aber ja, ich denke, das wird wichtig sein.